If you come to our show, you don't know nothing about Johann Sebastian Bach, you come into it and we explain with our dance the music of Johann Sebastian Bach. Die Tour ist entstanden aus einer Initiative des Auswärtigen Amtes, dem Goethe Institut und dem BDI im Rahmen des Deutschlandjahres in Amerika. Und das war schon mal was ganz Besonderes für uns, weil wir hier die Kultur leben und jetzt in Amerika damit performen können. War schon ganz toll. Das Besondere an der Tour war einfach, dass es um Zusammenarbeit geht. Und da war es uns wichtig, das auch einfließen zu lassen, besonders in der Performance. Somit sind wir in Kontakt gekommen mit Music, einer jungen Pianistin aus Amerika, mit der wir dann auf der Bühne performt haben. Und die hat einen unglaublich guten Job gemacht und die Zusammenarbeit war einfach toll. But now let's turn to the most important thing tonight's event. Please join me in welcoming the Flying Steps from Berlin. Thank you. Well, we're doing our thing, our show called Flying Bach. We've been doing it for the past 9 years, and we've been traveling around the world pretty much. And in one other perspective is that it is an art form because we also dance to classical music, which is not typical, you know. We dance to as a b-boy, it breaks, you know. Yeah, for us it's an honor to perform here, especially in this beautiful location. We know it from the movies, it has a big history. Martin Luther King was talking here, you know, like, I think you can feel like a very special spirit here. Lincoln Memorial war unser Auftakt zur USA-Tour. Wir haben noch weitere Shows getanzt, viele Workshops gegeben und die waren echt spannend. Wir haben viele Sachen erlebt und wenn ihr alles weitere sehen wollt, schaut bei uns auf dem Kanal rein.